muss noch wissen, das war zu der Zeit, wo Berlin geteilt war. Und ich bin im Westteil groß geworden. Und da waren so die Anlaufplätze eher so Kudamm und all sowas, wenn da so was angesagt war. Und ich bin immer zu den Kinos gefahren, zum Zoopalast, und habe mir die Plakate angeschaut, die es da so gab. Insbesondere, wenn so Superman kam oder sowas, ja. Also ich habe immer viel Ärger gemacht. Kam natürlich auch in irgendwelchen komischen Teams, die es damals gab, so ein bisschen, also die ersten Gangster-Versuche, die damals gemacht worden sind. Allerdings war das alles nachher mehr Kinderkram, als dass man wirklich als Gangster das vergleichen kann, so wie die heute so postulieren, welche zu sein. Das war damals nicht so. Und was war das? Ach, das war so, wie hießen die Dinger, die Typen? Nicht Black Panther, doch Black Panther und so. Schwachsinn, ja. Also solche komischen Gruppierungen davon. Ein paar Kindern, die oder Jugendlichen, die dann sich Amerikas Vorbild genommen haben. Der Modegeschmack der 80er Jahre war halt extrem strange. Sowas in der Richtung war das da. Und ich habe da ein bisschen mitgemacht. Allerdings, wenn es dann wirklich Sachen ging, Graffiti und sowas, hat sich das automatisch ausgeschlossen, weil ich kann nicht malen. Also ich kann noch nicht mehr richtig sauber handschriftlich was machen. Graffiti war damit auch ausgeschlossen. War eher mehr so ein bisschen isoliert nachher. Das war eher ein Einzelgänger? Ja, einfach deswegen auch, weil ich als Blonder mit einem blauen Augen immer entweder Probleme mit den Deutschen hatte, Probleme mit den Türken oder Probleme mit den Arabern. So, ich passte nirgendwo richtig rein, was ja paradox war, weil ich ja eigentlich in Berlin lebte, in Deutschland. Aber wenn du in diesem Konzentrationsviertel lebst, anders kann ich das nicht benennen, die haben ja die Leute einfach zueinander geschoben oder sie haben sie einfach zu einer Parallelgesellschaft leben lassen, ohne zu intervenieren oder mal zu schauen, dass da irgendwas schief läuft. Dann entstehen natürlich Parallelgesellschaften mit ihren extremen Ansichten, die teilweise aus dem Orient auch kommen und all sowas. Ich bin selber nicht gläubig, also ich glaube schon an etwas. Mein Vater war so nett, hat mich einmal mitgenommen zu einer Jami, also das ist das andere Wort für eine Moschee. Und dann habe ich das Ganze mitgemacht und am Ende komme ich raus und er fragte so, ist das was für dich? War mir natürlich so anstrengend, so 5-6 Mal immer aufstehen und so, nee, ist nichts für mich. Und dann war die Sache auch gegessen. Aber dann hast du natürlich den Kontakt zur Community verloren, was ich jetzt nicht so schade finde im Nachhinein.